Nun hier wieder korte Andacht vom Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott und Horizonte Santa Cruz, Bolivia. In dieser Andacht redet Donald Niefeld. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Teilhörer, grüße in dem Namen von unserem Herrn Jesus Christus und ich wünsche jedem Gottes Segen für diesen Tag. Ich will die Verse lesen, Lukas Kapitel 21, 34 durch 38. Wo dazu sein wird: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens und dieser Tag plötzlich über euch komme. Denn er wird wie ein Fallstrick kommen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun allezeit wacht und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, zu entfliehen diesem Allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Sohn des Menschen. Und er lehrte des Tages im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb über Nacht an dem Berg, der Ölberg genannt wird. Und alles Volk machte sich früh auf zu ihm, in ihn im Tempel zu hören. So in dieser Zwischenzeit, wo der Herr Jesus sein, der wird er senden, Eier, ich würde weiterkommen, wo der Tekens würde sein. Aber in dieser Zwischenzeit sollen sich die Jünger, auch wie von dir aus Gläubigen, heute verehten, verdrinken, für irdische Sorgen, sich damit zu beschäftigen. Dort sind kommen, nicht wo plötzlich unerwartet wird sein. So wird das jedenfalls für alle Menschen kommen, die sich hier ab dieser ihr Tüß merken und erleben, bloß wie hier leben dann. Für die wird das unerwartet sein. Die wahren Jünger, die sollen zu jeder Zeit wirken. Sie sollen beten. Sie sollen sich so von dieser gottlosen Welt weichhüllen, die durch sie bestimmt ist, Gott seinen Eier zu erleben. Die Jünger, die sollen sich mit denen einmerken, die aus Wohlannehmliche für den Sehen von den Menschen stehen würden, also reut Jesus zu begegnen, fern am zu sein. So hat hier gesagt, er hat jeder Tag Liederhaar in dem Tempel. Doch heute übernachten auf dem Eulburg, heimatlos wie der Herr Jesus auf dieser Erde. Und heute hat diese Erde gemerkt, und doch hat er keinen Platz, wo er konnte nachbleiben. Jedes Morgens, dann kommt der ganze Volk, versammelt sich Ramam am Tote Hirn. Und der Herr Jesus merkt, dass er diesen kurzen Ausschnitt von dir auch mit. Er sagt, dass wir uns nicht bloß mit Eten und Trinken und diese irdische Sorgen beschäftigen sollen, sondern wir sollen uns damit beschäftigen, was himmlisch ist, damit wir reut sind, wenn Jesus wird wahrer kommen, dass uns nicht wird plötzlich oder unerwartet oder überrascht wird sein, wenn Jesus einmal wird hier sein, sondern wir sollen reut sein, und Abend zu begegnen. Und ich möchte in dieser Karte auch ans Mut merken, dass wir wollen wacker sein, wir wollen beter sein, und wir wollen nicht dort, was die gottlose Welt erwartet, sondern wir wollen Jesus erwarten. Und dort möchte ich uns Gottes Segen wünschen und auch wünschen, dass wir wacker im Wut Gottes sind, reut, Jesus zu begegnen. Weil wir noch der Bede. Lieber Herr Jesus, danke, dass du in dem Wut sein, dass du wirst bald kommen. Und du wirst für die Menschen unerwartet kommen, die nicht auf die warten dürfen. Herr Jesus, schenkt, dass wir als gläubige Menschen, dass wir keine wacker sind, dass wir beter sind und dass wir reut sind, die zu begegnen. Wirst du uns helfen und schenkt uns ein wachsames Wort, ein betendes Wort. Und ich danke dir, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.